Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Voxel Tycoon. In der letzten Folge haben wir hier das neue Abfahrtssystem eingebaut, das hoffentlich funktioniert und nicht zu viel Stau macht. Und wir werden in dieser Folge den neuen Bahnhof hier drüben anschließen. Hupsala. Der ja jetzt für Belieferung des neuen Gebiets zuständig ist. Und das werden wir jetzt auch direkt machen. Zack, angeschlossen ist er schon mal. Jetzt wird noch signalifiziert. So, perfekt. Sollte jetzt passen. Und jetzt brauchen wir noch einen passenden Zug, der denen Bretter und Dinger bringt. Bretter und Planken. Er kriegt einen kurzen Zug, da braucht er nichts Langes. Und da sollte der hier passen. Wir nehmen gleich zwei. Und dem einen geben wir Bretter, dem anderen geben wir das. Und beide werden jetzt einfach kopiert. Jetzt ist er schon ein bisschen länger. Nun sehen wir eh die Gesamtlänge. 156 sollte passen. Du kriegst jetzt halt hinzufügen. Hier sollst du laden. Und hier hinten sollst du entladen. Zeig, was du kannst, mein Freund. Wenn das funktioniert, können wir uns gleich an den nächsten Bahnhof machen. Weil das wäre genau das, was wir bräuchten. Komm, lad, 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 lad. Warte mal. Das stimmt. Ah ne, okay, er hat das geändert. Brett, 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 Brett. Details. Brett. Es sind 17 Wagen. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Jetzt schaut's passend aus. Kann ich irgendwo sehen, wie viel er genau vom Ball was gelagert hat? Nee. Aber er ist bummvoll, wie es scheint. Weil echt Schwierigkeiten da zu fahren. Also auch ein böser Hügel, den müssen wir vielleicht mal auskurieren. So, und jetzt versorgen wir unsere neue Stadt. Die können es nicht mal mehr halten, so voll mache ich sie damit. Holzbretter sind mehr noch von Fokus. Okay, aber es funktioniert und es liefert gleich gut Geld. Wir schauen nochmal einmal zu. Also er wird wahrscheinlich am Anfang viel zu viel liefern. Aber das, was am Ende rauskommt, ist natürlich um einiges besser dann. Was mir ehrlich könnte sein, wir haben noch 10.000 Holz hier. Wie viel bringst du mir jetzt? Okay, die Dinger sind wahrscheinlich noch relativ voll. Die sind auch nicht auf die Masse gewöhnt. Aber 83.000, der müsste trotzdem Plus machen. Wenn ich mir die Züge anschaue. Genau, macht ordentlich Plus. Gefällt mir. Jetzt kommt das nächste Gebiet, was hier unten ist. Und da werde ich gleich hier den Bahnhof hin platzieren. Hier drüben wäre auch cool, aber hier hat er eine höhere Reichweite in der ganzen Stadt. Was der Unterschied werden wird, wir werden hier einen Tunnel durchbohren, glaube ich. Bedeutet, wir werden jetzt hier Häuser abreißen wieder. Das war ja nicht. Warum reißt es jedes Mal die ganze Ding ab? Das würde mich teilweise interessieren. So, okay. Jetzt kriegt es natürlich wieder eine Straße, weil ich fühle mich schuldig und so. Nee, tue ich nicht, aber wäre schon schön. Alles abreißen, was im Weg steht. Genau. Dann heißt es wieder planieren. Wir tun jetzt viel Geld ausgeben, aber wir tun halt damit auch
eine gute Zukunft für unsere Linie hier sichern. Ich muss jetzt ungefähr gucken, wo wir hier rauskommen. So. Ich werde einfach das hier noch planieren. Außerdem ist mir jetzt tendenziell wurscht von dem Gebiet. Ich bin hier finanziell wichtig unterwegs und der Rest ist doch einem Finanztyp wurscht. So. So. Und andere Seite kriegt ein Vorsignal. Perfekt. Der Anschluss steht. Jetzt ist meine Sache. Ich würde halt hier gerne wieder Teile zwischenpumpen. Bedeutet, ich müsste rein theoretisch hier wieder den Anschluss ändern. Uncool. Bedeutet, wir reißen hier nochmal kurz die Anschlüsse ab. Bis nach da oben. Die Stadt ist nicht auch schön gewachsen. Ganz unsere, ohne unsere Hilfe, aber schau mal, wie die gewachsen ist. Wahnsinn. Irgendwie muss ich da noch was hinkriegen. Oder ich mache eine Abfahrt für zwei hierhin. Auf jeden Fall werde ich dich jetzt mal nach außen setzen. So. Wir werden jetzt erstmal Tunnel bauen und hier durchsetzen. Dasselbe gilt es für den auch. Oh, schau an, das ist sogar zu tief noch. Dann wird hier nochmal planiert, den Tunnelausgang. So. Kommen jetzt da die Schienen raus. Schauen wir mal schnell, wo der Sand ist, den wir hier abholen wollen eigentlich. Der ist geradeaus weiter. Bedeutet, wir werden die Schienen dann nach da vorne leiten und hier eine Abfahrt machen. Bedeutet, geradeaus durch am besten mit den Schienen. So. Das passt. Das sollte aber gut ausschauen auf jeden Fall, Ende. So. Und dann fahren die nachher zum Sand weiter. Das ist genauso, wie ich es haben will. Und währenddessen mache ich noch Profit von der Linie. Das ist genial. So, das ist meine Sache. Ich will ja sozusagen hier jetzt am besten Anschluss haben. Jetzt ist die Frage, ob man es nicht so macht. Und dann sagt, okay. Fuck, das ist jetzt wieder beschissen gebaut. Komm schon. Speichersystem. So. Wenn wir... Ich brauche ein bisschen Vorlauf, bitte. So. Das ginge natürlich auch. Dass es zwei komplett separate Auffahrten sind. Aber es ist natürlich kacke, wenn die jetzt dann hier stehen am Ende, ne? Ich muss jetzt gerade nur herausfinden, wie ich das am schlauesten am Ende erledige. Ich tue schon mal hier das Schienensystem so weit bringen,
das rein theoretisch einsatzbereit ist bis zum Bahnhof. So, okay. So, perfekt. Dann wird der Teil schon mal fertig. Jetzt ist das Problem. Wenn ich jetzt... Also, ich will ja sozusagen, dass das ein Teil ist. Aber okay, da wird auch nichts drauf stehen bleiben, ne? Problem ist eher dann hier. Mein Problem ist ja sozusagen, dass jetzt das rot wird, einer fährt hier, der andere bremst hier. Wir brauchen hier überall Vorsignale. Wir lassen es mal so laufen fürs Erste. Und dann brauchen wir jetzt einen Zug, der Bretter und Holz bringt, ne? Ja, perfekt. Bedeutet, es gibt einen neuen Zug schon wieder. Neuer Zug, wieder mit so einer simplen Lok. Der kriegt 1, 2, 3, 4. Holz. Das sind 80 Holz, die der liefert. Machen wir 100 Holz auf einen Schlag. Dupliziert. Und da hinten wären es Bretter. Bretter, nichts anderes. Müssen dann auch 5 sein. Dann sind es 100, 100, die er liefert. Man kann ihn ja immerhin auch noch am Ende upgraden, rein theoretisch. Halt hinzufügen. Laden. Halt hinzufügen. Entladen. Aus dem Depot. Das Problem ist, wir müssen das als erstes erledigen, weil wir ansonsten das Problem haben, dass die verschwinden, wenn ich sie nicht versorgen anfange. Und jetzt haben wir hier das erste Problem, dass... Und schon wieder das Problem. Ich muss die Abfahrt ein bisschen höher setzen hier, damit dazwischen noch ein Logistikzeichen passt. Also immerhin kein schlimmes Problem. Das ist kein schlimmes Problem. Das ist kein schlimmes Problem. Das muss einfach nur hier nach oben versetzt werden. So. Das Gleis muss weg. Und dann brauchen wir nochmal ein paar Signale. Ein Vorsignal natürlich, weil... hier stimmt was nicht. Schau dir das an. Du bist komplett in die falsche Richtung platziert. Was machst denn du da? Das ist ja komplett falsch. What the fuck? Jetzt habe ich natürlich ein falsches Signal platziert, was hier wieder zum Scheiße führt. So. Zack. Oder wir machen das so. Perfekt. Sollte das auch klappen. So, jetzt sollte der hier drin schon voll sich füllen, ne? Ah, der ist schon wieder unterwegs, okay. Da fährt er erst ein bisschen kürzer, ein bisschen flotter unterwegs. Und fährt gleich um die Ecke. Fährt über unsere Brücke, fährt den Berg rauf, um die Ecke. Runter durch den Tunnel. Und biegt hier ab. Und liefert für euch die ersten Materialien. Sollte den auf jeden Fall taugen, damit jetzt auch die Stadt erweitert sich instant. Habt ihr gesehen, wie die Straße instant gewachsen ist? Wahnsinn. Instant, das ging schnell. Wie geht's unserer neuen Stadt da hinten? Sie meckert, weil sie überfüllt ist, oder was? Kann gut sein. Du kriegst von mir auf jeden Fall neue Gebäude, die ich finanziere. Ihr Städte seid jetzt nicht ein neuer Punkt unseres Wohlstandes und ihr solltet gefördert werden. Ich warte nur drauf, bis die zwei Städte aufeinander clashen. Weil immerhin sind die beiden zum Beispiel nicht so weit auseinander. Die hier ist noch ein bisschen weiter weg von der hier. Aber wenn die hier wächst, wachsen die zusammen. Und dann hast du am Ende hier ein riesiges System mit Städten, wo du dann Städteteile abreißen musst oder so. Und, oh, fuck. Okay, wo ist das Problem? Weil er hier reinfahren will. Aktuellen Auftrag überspringen. Nein, nein, nein!
Ich sollte einfach ins Depot zurückschicken nächstes Mal wieder. Ich sollte einfach wieder ins Depot zurückschicken. So. Dich entfernen, dich auch entfernen und beide losschicken. Fuck. Chaotisches Gebiet hier. Schauen wir mal an, ob das müsste doch funktionieren, genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Das Problem könnte das hier sein. Das ist natürlich der wieder unter was. Alter, hier sind so viele Produktionsstätten schon. Wahnsinn. Aber Leute, ich würde sagen, das war's auch für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt diesen Daumen nach oben da, abonniert ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.